Hallo Freunde, willkommen zurück. Hallo. Hallöchen, Isi. So, wir haben massiv Probleme mit Rexe hier. Ja, die standen hier schon fast im Wohnzimmer. Und ich möchte das nicht komplett zustellen, den Eingang. Also, ich habe ein Tor, ein bisschen Foundation und die erste Reihe aus Stein gemacht, dass der Rex nicht daran knabbern kann. Da Das oben, hast du richtig schön gemacht. Also, da hat der Smoothie Liebe reingesteckt hier. ja, da oben haben wir ein kleines Gehege schon vorbereitet, weil Öl auf diese Karten geht es nur mit dem Tauchen. Und das Bequemste ist dann Beagle. So, ich mache die Tür zu. Du kommst noch eine Etage nach oben. Du bringst ihn eine Etage höher. Bist zu schwer, lad dich da erstmal aus. ja, ich bin dabei. Ja, aber ist das zu schwer? Hast ja nur dies, das, jenes, ne? So, was man halt so hat. Ja, das wiegt wahrscheinlich. Ja, ab in den Schrank. Ich packe erstmal alles in die Werkbank. Das ist. So, ich habe noch 34 Fleisch, das müsste reichen. Der Wintereinbruch ist ja gerade vorbei, ne? Ja. Das haben wir irgendwie jeden Morgen. Da schneit's und es ist minus 8 Grad und wir stehen am Lagerfeuer. Aber wir haben nicht Richtig. genug Pelz für die Schneerüstung. So, kriege ich mein Agi nicht? Ist das der falsche? Nur weil Ach die alle jo. ähnlich sind? Jo, ich war aus Du Versehen. musst nur gucken, Entschuldigung. wer zu 10 Punkte. Oh, noch ein AA. Mitnehmen. So. Ey, die kriegt ja mehr Level-Punkte, wenn die nur rumstehen. Noch mehr? Noch eins. Kann er nicht genug haben. So, Ansonsten muss ich Angelfleisch auch gehen. wir haben drei Dammbittel gefunden, Ja. ne? Erstmal die zwei weiteste. Dass wir nicht zu weit fliegen müssen mit der eine in der Kralle. Stimmt. Sind natürlich am Arsch der Welt. Naja, aber die Agi könnte ja mittlerweile. Ja. Wir werden aber nicht ständig fliegen. Bitte nicht. Aber außer den kleinen Raptor haben wir noch nichts so zum Rumlaufen. Ich weiß gar nicht, ob Nee. es Tylas hier gibt. Es gibt einen Redwood, also ich gehe von aus, Ich es gehe gibt eigentlich auch Tylas. davon aus, ja, das wäre ja wieder mein Wunsch. Bodentier. Paar Wölfe für die Rune. Für die Explorer Notes, ja. Die können die nämlich erschnüffeln, wer es noch nicht weiß. Richtig. Und ja, ich weiß nicht, wo die Dammbittel sind. Ob die in der Höhle sind oder. Nach Redwood sieht es da nicht aus, wo wir jetzt hinfliegen. Nee. Ist aber komisch, dass die keine im Redwood sind, ne? Meise gehören die dahin. Honig willst du haben, ne? Ja, weil wegen Schnecken halt. Polymer wirst du auch für deine Maschinen brauchen. Wir wissen noch nicht genau, wo wir Polymer kriegen, ja. Denn Pinguine ohne Schneegebiet, wohl schlecht. Wohl schlecht. Und ich wüsste sonst nicht, aber es muss immer eine Möglichkeit geben, auf jeder Karte das Zeug ranzubekommen. Wer gibt denn noch Polymer? Wüsste ich gar nichts. Muss mal lachen. Mantis? Mantis. Das bezweifle ich wohl, dass die hier sind. Auf die giftige Insel vielleicht. Naja, da brauchst du aber irgendwie einen Schutz, eine Gasmaske oder irgendwas. Ich weiß auch noch nicht, was da das Giftig Problem ist. ist. Ja. Och, warum hatten der AG 17 Punkte? Weil du ständig mit Mais rumfliegst. Was mal krass. Leveln hier, der Gute. Ach, nee, das ist ein Mädchen, ne?
So, wir sind wieder mal im Kristallgebiet. Es sieht doch so aus, als ob die wirklich draußen sind. Aber es ist jetzt auch mehr Wunschdenken, ne? Ich lande mal kurz hier, bis du da bist. Ich gehe einmal kurz unter Wasser. Weil die Perlspots Perl. könnten wir auch noch gebrauchen. Aber hier sehe ich Ja. keins. An Perlen habe ich noch gar nicht gedacht. Nix, ne? Nee. So. Hallo. Die sind aber ziemlich. Muss man sicher durchfliegen. Hier geht's rein. Hier geht's auch rein, ist ab und zu so ein kleines. Ich hab's ja. Alles klar. Ist eine kleine Hülle. Ui. Gibt ein paar Schlange. Ja. Aber Da kommt Skorpion. Der steht da drin. Also, Atopora, warte, ich Skorpion. muss mir erstmal mein das hinten drauflegen. Kümmerst du dich um, was hier halt so ist? Was noch alles ist, ja. 135er Atopora. So, einmal ist fertig. Und passiv, dass sie nicht gleich hier loslaufen. Wieso kann ich nicht? Doch. So. Nächstes AA. Ich hätte noch eins gefunden. Noch eins? Nee, AA. Nee, die sind mit einem fertig. Alles gut, ich habe 6 oder 7 Stück. Ich laufe hier einfach so rum, ne? Ja, aber das ist Wasser hier, ne? Deswegen könnte ich nicht landen. Hast du die beiden schon? Fertig. Müssen wir noch umstellen auf Passiv. Nicht mehr folgen. So, nimmst du den dann in eine Kralle Moment. oder in die Hand kannst du die auch nehmen, ist besser. Den hast du gestoppt, ne? Ja, alles gestoppt und passiv. Ja, dann hätte man schon eine kleine Höhle gefunden, aber ich wollte nicht das ganze Zeug hier nicht nehmen. Aber mehr als Kristall und Eisen hat sie nicht, ne? Bitte? Mehr als Kristall und Eisen ist hier nicht. Ein bisschen mit Metall. Ja. Guck mal, mein Freund. Metall haben wir hier. Kristall. Bisschen Holz. Okay. So, dann. Wo ist der dritte? Da hinten. 1,6 Kilometer. Boah, Level 10, ey, der nimmt da drei Häufchen und der ist ja. Voll.
Die Map macht schon Laune, ne? Total, ja. Obwohl ich find's gut, dass mal Öl und solche Sachen ein bisschen schwerer zu kriegen. Ich glaube, dass er auch wieder in so eine kleine Höhle ist, so wie es aussieht. Ich fliege zwar direkt drauf zu, aber Ja, da müssen wir drauf. jetzt den Eingang suchen, ne? Tja, das ist ja jetzt. Oh, hier gibt es auch. Hast du einen Wolf gefunden? Nee, die kleine Katze. Selber? Tja, der Eingang, der kann ja nun auch sonst wo sein, ne? Weil oben, unten. Ja, aber die. Ah, hier ist wieder Wasser, da könnte. Kann aber auch unten sein. Ach, das ist dein. Ich dachte, der bewegt sich aber ganz schön Nein, schnell. nein. Der ist da hinten, 170 Meter. Bin ich jetzt ein bisschen überfragt. Im Wasserfall mal reinfliegen. Ja. Hier ist nichts. Ist nur eine Wand. Ja, hier auch. Ich muss aber mal kurz ausruhen. Warte, ich muss mal die von der. Ich glaube, wir waren schon mal hier drin. So. Also auf jeden Fall, hier ist noch eine Höhle. Aber komm, wir haben schon zwei. Das ist doch schon mal. Also willst du den weglassen? Guck mal bei mir. Ankylo! Ja, Hallöchen. Warte mal, ich muss mal gucken, wo du Was bist. bist du für ein Level? Oh, das ist ein Mitleid-Ankü. Ach, Level 15. ja, den lassen stehen. Da oben steht noch eins. Das ist der letzte Farmer, der uns noch fehlt, ne? Ja, richtig. Level 55. Also irgendwo muss ein Öleingang geben. Ja, dann ist da der Dungbeetle aber sehr weit weg. Der ist ja da drüben. Weißt du? Ja, dann müssen die beiden erstmal. Und dann wird hier wohl sicher in der anderen Höhle welche nachspawnen, mal die Tage. Ja, gut, dann lassen wir den erstmal. Aber trotzdem, die Höhle will ich mal trotzdem mal irgendwann mal Ja, sicher. machen. Klar. Euch schneit wieder. Ab nach Hause. Also es schneit so oft hier, da brauchst du wirklich kein Schneebiom, ne? Nee. Dann bringen wir mal die zwei nach Hause, da kann die schon mal die Produktion mal einlaufen. Diese Wärmesuppe, ne, die ist war doch auch nicht so schwer herzustellen. Ja,
brauchst du eine Küche? Ja, auf dem Dreibein kochen, das habe ich noch nie so gerne gemacht. Wir brauchen den Ankühler, dass man vernünftig Metall farmen kann. Was brauchen wir denn noch? Honig. Außer alles. Außer alles. Aber ich könnte gerne in den Kommentar schreiben, wo ein Siliziumspot ist. Im Moment das bisschen Silizium, die wir haben, ist von der Biberbau, ne? Ja. Da, die werden jetzt erstmal bei uns nicht weiter nachspawnen, ne? Weil wir da gebaut haben. Ja, die werden ein bisschen weiter außerhalb bauen. Na, schaffe ich bis nach Hause und absetzen? Hier gibt es so viel zu sehen. Ich freue mich schon, wenn wir zu Fuß unterwegs sind. Ja, eine Runde zu Fuß wäre schön, ne? Mhm. Brauchst aber vernünftige Lauftier. Aha. Hab eine Schiffrolle gefunden. Kriegt ihr dann bitte auch Levelpunkte? Bei sowas? Bei dir das. Ja, wegen die Explorer Not, weil ich den dann bitte in der Hand habe. Dünger. Ich habe ihm gerade die AA reingesteckt. Und hat schon zwei Dünger gemacht. Nicht schlecht. So. Der braucht aber echt mächtig Punkte auf Gewicht. Der ist schon voll. Ja, da kann doch mein Beet schon mal Dünger kriegen. Das ist doch super. Ja. So, und du darfst natürlich wandern. Oder du sollst ja wandern, ne? So, mein Freund. Viel so, Spaß. Zwei Öl hat er schon mal gemacht. Die habe ich schon rausgenommen. Oh, jetzt fängt es wieder an zu schneien. Ja. Mann, ey. So, Öl. Das Feuer. So, ich muss den Fabrikator mal bauen, ne? Tauchen bei dem Wetter lohnt sich nicht. Ja, dass wir Licht haben. In der Nacht ist es hier wirklich ein bisschen... Welche Werkbank hast du aufgegeben? Ja, das ist der richtige. So, was braucht er denn? Zündpulver. Habe ich durchlaufen lassen, mittlere Mörser. Pulver. Den natürlich. Da fehlt aber noch einige Sachen. Ne? Strom. Ja. Aber jetzt ist es nicht so sehr kalt, ne? Es sind nur minus eins. Ja. Es geht. Solange ich nur einen Eiswürfel habe, der Rest ist mir egal. Ja, den habe ich
Schon gelernt. Ja. Kryopod ohne Polymer. Sieht schlecht aus. Aber siehst du, diese Lampe hier, wenn man die auf die Säule setzt. Ja. Ich bräuchte dann auch Harz, ne, wegen Schnecke und so, weil die machen ja Polymer. Harz und Honig, das ist alles so ein bisschen. So, da kann man. Muss ja nicht direkt an der Wand, ne? Der ist ja. Wir haben so viel Platz. Oder? Ja, kannst du ruhig gemütlich irgendwo hinballern. Das muss nicht an die Wand. So, aber der hat keinen Sprit. Nee. Das heißt, ich muss ein bisschen Benzin machen, dass ich den Stromgenerator bauen kann. Und dann kann er über Strom laufen. Öl. Hast du den auf Wandern gestellt? Ja. Ja, die stehen. Alles klar. Öl und Leder. Ach, du betreibst dich schon mit Zündpulver? Ja. Du brauchtest ja das ganze Holz zu bauen. Ja, stimmt. Okay, dann Öl ist... Deswegen ist auch ein Ankylo jetzt langsam mal ran, weil der macht ja das... wie heißt es? Der Ankylo? Zündsteine, ja. Was denn? Fünf Stück schon. So. Du brauchst. Ach. Elektronik. Hab ich nicht gelernt. Klar. Wieso? Was wird jetzt als nächstes gebaut? Der Strom. Stromgenerator, ja. Dann wird wohl bald auch unser Metall alle sein, ne? Ich guck jetzt mal. Ankylosaurus muss jetzt ran. Oh, wo ist dieses Elektronik, ey? Ankylo. Da. So, für Elektronik brauche ich Metall und Siliziumperle. Haben wir schon 30 Siliziumperle? Ach, da geht schon los hier. Keine Ahnung. Ja, ich habe 70. Und Metall, Metall, Metall. Also ich habe hier einen 85er Ankylo. Aha. Den könnte ich mal... Du baust ja sowieso hier im Moment. Aber 85 so. Wäre schon ganz gut. Der ist aber am Arsch der Welt. Ganz 10 brauche ich. So. Ja. Und wenn wir dann den Stromgenerator haben, dann läuft das alles ein bisschen entspannter. So, dann mache ich mich auf und hole den Ankylo. Du bist ja hier beschäftigt, oder? Was hast du beschäftigt? Nicht? Ich will erstmal gucken, dass ich den Stromgenerator da hinten verstecken kann. Und was? Die Reichweiten. Ja, sag doch, du bist beschäftigt. Nee, der will nicht hier. Doch. Reichweiten anzeigen. Oh, ne. Kann ich nicht. Der muss.
Er muss mehr mittig. Du kannst es bestimmt irgendwo unten drunter verstecken, ne? Naja, so hässlich ist er nicht, ne? Und der macht ja keinen Krach. Ja, inzwischen. Ein roter Lutstrahl, der erste. Da muss ich natürlich mal reingucken. So, zeig mal. Ist ja auch Mittel zum Zweck, ne? Ja. So. Wir spielen der nicht ewig hier drauf und deswegen Nein, ist es aber eigentlich egal. Hier ist so viel Platz und da brauchen wir. Hier will ich sowieso das Grünzeug nicht zubauen. Wenn ich da eine Küche aufstelle. Dann bleibt der da. So, Reichweite ausschalten. Ich habe 40 Polymer gefunden. Das ist natürlich geil, ne? Das ist geil. Ich gehe noch ein bisschen Öl holen. Ich weiß ja wo. Bis die Kollegen da ein bisschen fleißiger sind, ne? Die Käfer. Mhm. Ich habe ja einen Ölspot gefunden. Über Wasser? Ja, die einzige Gefahr, die da sind, sind nur Piranhas. Da hast du keine Haie, da hast du. Das ist ein kleiner Süßwasserbereich. Da gibt es 3, 4 Ölsteine. So, ich bin da. Und fang mal an. Wo ist er denn? Im Felsen verbuggt. Hä? Der ist im Felsen verbuggt, ich sehe den Schwanz. Ja, hä? Offenbar, dass wenn du drauf schießt, dass er sich befreit. Dass er rauskommt. So, diese See habe ich noch nicht untersucht. Der ist wirklich drin, der kommt mir nicht hinterher. Den kriegst du aber nicht raus dann. Okay, muss ich erstmal den Stein hier wegmachen? Vielleicht hilft das. Ach, die ist abbaubar? Ne, ja, das, wo er drin steckt, nicht. Oh. Ey, wieso kann ich nicht schnell schwimmen? Den kriege ich hier da nicht raus. Au! Boah, aber hauen tut er mich, ne? Ja, da kannst du den vergessen. Den kann ich vergessen. So. Na gut. Pike. Und ja, einmal gesund da drauf. Also hier sehe ich kein Öl steigen. Oh, ich habe einen 150er. Direkt bei dir in der Nähe. Nee, nee. Du musst ja auch nochmal 3 Kilometer fliegen. Aber. Okay, hier sehe ich nichts.
Mühe mache ich mir natürlich. So. Und wieder zurückgeflattert. Also der See ist leer. Um Polymer herzustellen, was brauchtest du dafür? Elektronik und? Siliziumperl. Und Polymer? Weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, ich... Aber ich glaube auch Perlen, ne? Ich glaube schon, dass du da Perlen brauchst. Für Elektronik brauche ich Perle. Für Polymer glaube ich auch. Boah, wie viel Metall hier rumliegt. Ja, da Richtung Redwood bin ich richtig. Ja, hier bin ich richtig. Hier sind wirklich nur ein paar Piranhas und drei oder vier Ölsteine. Die kommen immer von hinten, ne? Piranhas immer. Ich hatte vorhin schon ein bisschen was abgebaut, aber ich weiß nicht, wie lange bis es wiederkommt. Mit der Luft ist ganz gut eingestellt hier, ne? Das hält mal eine Weile. Ja. Ich muss aber Luft holen. Das tief. So, mit dem rechten Bommel, da sinkt man einfach so wie ein Stein runter. Mit dem Ausdauer ist eine Geschichte. Das sind noch drei Steine. Da muss man fast ein Boot hier draufstellen, dass man. Das ist. ich gucke gerade auf Isis Bild. Oh oh. Die Petri, wo sind die? Sind die noch oben? Komm doch vorwärts. Okay, Freund, wir machen hier so einen kleinen Cut und wir sehen uns bei der nächsten Aufnahme. Aha. Vielen Dank fürs Zuschauen. Dann ist auch der Ankylo fertig. Ciao.